Schön, dass du zu unserem zweiten Workshop-Teil eingeschaltet hast. Hier werde ich dir beibringen, wie du unseren Catboy erfolgreich ausmalen kannst. Aber bevor wir unsere Marke auspacken, brauchst du zuerst etwas Druckerpapier als Unterlage für dein Bild. Die Haut von meinem Catboy möchte ich in einem hellen Beige-Ton ausmalen. Das ist jetzt etwas ungewöhnlich, dass ich zuerst mit der Haut im Gesicht starte, aber da ich mich schon in anderen Tutorials warm gezeichnet habe, kann ich dir auch hier beibringen, wie du erfolgreich das Gesicht meisterst. Denn beim Arbeiten mit Markern gilt es generell, dass du sehr schnell ausmalen musst. Natürlich gibt es da den ein oder anderen Trick. Beim Ausmalen mit Markern gehe ich immer wieder gleich vor. Ich umrande quasi die Fläche, die ich ausmalen möchte, und dann gehe ich ganz schnell mit etwas dickeren Markerspitze drüber. Wenn du dich noch etwas unsicher fühlst, kann ich dir empfehlen, mit der dünnen Spitze die Ränder zu machen und erst mit der dicken Markerspitze beim Ausmalen der ganzen Fläche zu arbeiten. Du wirst feststellen, dass du über einige Stellen mehrmals drüber zeichnen musst, damit die Schlieren rausgehen. Ich habe also insgesamt 3 oder 4 Mal über die Hautfläche drüber gemalt, damit ich einen ebenmäßigen Teint erhalte. Je öfter ich mit meinem Marker drüber gehe, desto dunkler wird auch der Ton. Das heißt, du als Künstler kannst selber bestimmen, wie hell oder wie dunkel du einige Töne haben möchtest. Als Farbe für den Schal habe ich ein warmes Orange ausgesucht. Natürlich könnt ihr auch bei dem kompletten Bild andere Töne benutzen. Wenn euch also mein Orange und Braun und Gelb nicht so ganz zusagen, dann fühlt euch frei und sucht eine Farbpalette aus, die euch besser gefällt. Aber da ich mich für braune Außenlinien entschieden habe, habe ich mir gedacht, dass warme Töne zumindest für mein Bild am besten passen. Ich werde mich also auf Töne beschränken aus der gelben, orangenen und braunen Farbpalette. Bei dem Schal habt ihr übrigens gesehen, wie ich große Flächen ausmale. Zunächst gehe ich mit der Farbe entlang der Ränder und dann male ich ganz zügig die Innenfläche aus. Und es gilt das alte Spiel, wenn ihr schlierenfrei arbeiten möchtet, müsst ihr immer wieder über dieselbe Fläche drüber gehen. Ich habe also schon wie oben beim Gesicht mindestens 3 Mal über dieselbe Fläche drüber gemalt. Das dort sieht aber am Ende richtig schön aus. Ich werde jetzt übrigens versuchen, öfters im Zeitraffer zu arbeiten, damit der Ausmalschritt nicht zu lange dauert. Und ich kürze oder überspringe gleich einige Ausmalvorgänge, damit du ein fließendes Video erhältst. Und bevor ich es vergesse, es gibt noch eine Sache zu beachten. Wenn du so wie ich öfters über eine Fläche drüber gehst, dann wird das Blatt so richtig nass. Wenn es aber trocknet, kann es sein, dass sich der Ton verändert. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass er etwas heller wird. Das heißt, wenn du ungefähr 3 oder 4 Mal mit deinem orangenen Marker zum Beispiel über die Haare oder über den Schal drüber gemalt hast und das Gefühl hast, dass es ein Tacken zu dunkel ist, dann warte erstmal ab, bis das komplette Bild trocken ist und schau dir dann den Ton erst an. Wenn dein Orange als Markerton noch immer zu dunkel ist, kannst du mit einem gelben Marker alles aufhellen. Oder du gehst mit einem hellen Braun drüber, damit dein Ton etwas angedunkelt wird. Ich kann dir aber generell empfehlen, alle Farbversuche zuerst auf deinem Druckerpapier auszutesten und dann erst bei deinem richtigen Bild. Farbverläufe lassen wir vorerst weg, denn diese werden wir ganz zum Schluss mit den Buntstiften machen. Ich weiß, dass es auch Techniken gibt, wie du mit 2 Markern einen Farbverlauf herstellen kannst, aber das wäre für unsere Anfänger ein bisschen zu kompliziert. Deswegen werden wir auf unsere Buntstifte zurückgreifen. Bei den Haaren bin ich übrigens ein ganz kleines bisschen verzweifelt gewesen, denn zwischendurch ist mir der orangene Ton ausgegangen. Zum Glück hatte ich Ersatz. Für die Augen möchte ich einen hellen Gelbton benutzen. Da die Fläche überschaubar klein ist, ist es auch kein Problem, dass ich sofort innen und außen alles in Gelb anmale. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gelbe Augen finde ich bei Catboys und Catgirls besonders gelungen. Und weil mir der gelbe Ton so gut gefallen hat, habe ich beschlossen, dass ich ihn auch beim Pulli benutzen werde. Der Pulli besteht aus großen Flächen, also umrande ich wieder die Ränder
und gehe zügig mit meiner Farbe drüber. Und vielleicht können wir ja mal nachzählen, wie oft ich über die Fläche drüber gehe, damit der Gelbton zum Schluss wirklich schön ist. Zuerst grundiere ich alles locker flockig vor und dann werde ich mehrmals mit dem Marker drüber gehen, damit mein Gelbton so richtig schön strahlend und sonnengelb wird. Und damit sich die zweite Pullihälfte etwas schneller zeichnet, gibt es wieder Zeitraffer für euch. Denkt übrigens dran, dass ihr die Marker auch auffüllen könnt. Wenn ich meine Marker also vermale, schmeiße ich sie nicht weg, sondern fülle sie erneut auf. Ich kann meinen Marker bis zu 10-mal und öfters auffüllen. Das hängt damit zusammen, wie kaputt am Ende die Pinselspitze ist. Wenn ich aber nicht so fest auf meinen Marker drücke, dann sollte die Spitze eigentlich lange halten. Für das Innere der Öhrchen und für das kleine Herzchen in der Sprechblase benutze ich einen sanften Rosaton. Übrigens, weil mein Rosa so hell ist, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel aus Versehen drüber male und mein Rosa in den Haaren landet. Wenn euch das Rosa übrigens so sanft ist, könnt ihr gerne Pinktöne benutzen. Das sieht auch gut aus. Alle Flächen bei meinem Catboy sind vorgrundiert und jetzt brauche ich erneut meine braunen Liner, mit denen ich jeden einzelnen Strich nacharbeiten werde. Wenn ihr euch die anderen Tutorials angeschaut habt, wisst ihr, dass es sich nicht lohnt, mit dicken Linien von vornherein zu arbeiten. Wenn ihr also beim ersten Mal zu dicke Linien habt und dann mit euren Marker drüber geht, werden sich Schlieren bilden. Deswegen benutze ich bewusst einen sehr dünnen Marker, der dafür sorgt, dass ich relativ schlierenfrei das ganze Bild ausmalen kann. Aber nachdem ich alle Flächen ausgemalt habe, treten die sehr dünnen Linien in den Hintergrund und fallen leider nicht mehr ganz so doll auf. Damit meine Manga-Figur besser zur Geltung kommt, lohnt es sich also erneut, alles nachzuarbeiten. Wie ihr übrigens festgestellt habt, arbeite ich nicht super pingelig. Es gibt nämlich unterschiedliche Techniken für Manga-Bilder. Zum Beispiel gibt es die sehr sauberen Linien, die vorwiegend für Manga-Seiten benutzt werden. Bestimmt ist euch schon in einigen Manga-Büchern aufgefallen, dass diese Linien besonders fein und super korrekt und pingelig rausgezeichnet werden. Die Profis in Japan benutzen fast immer Tuschefedern, wenn sie die schwarzen Linien per Hand nachziehen möchten. Auch bei uns in Deutschland hast du inzwischen ganz oft die Möglichkeit, an solche Tuschefedern ranzukommen. Sie kosten übrigens so 1-2 Euro und reichen dir locker aus, um mehrere Seiten anzumalen. Also jetzt nicht komplett anmalen, sondern die Linien nachziehen. Größere Flächen in Schwarz würde ich dir immer empfehlen, entweder mit einem Pinselchen auszumalen oder mit einem dicken Edding. Aber nicht bitte dafür die Tuschefedern benutzen, denn dadurch werden sie super schnell stumpf. Und dann musst du neue kaufen. Natürlich kannst du deine Manga-Seiten auch mit einem klassischen Fineliner bearbeiten. Ich gehöre zu den Manga-Zeichnern, die alles mit einem Fineliner rausmalen. Ich benutze also keine klassischen Federn aus dem Künstlerbedarfladen, sondern habe mir viele unterschiedliche Fineliner gekauft in unterschiedlichen Stärken. Und dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, wie du deine Manga-Seiten bearbeiten kannst. Du kannst auch alles komplett digital nacharbeiten. Du kannst dein Bleistiftbild also abfotografieren oder einscannen, diese Datei dann in deinem Zeichenprogramm öffnen und quasi eine Übermalung machen. Das heißt, alle Linien werden digital nachgezogen und du kannst selber feststellen, wie dick oder wie dünn sie sind. Inzwischen sind die Zeichenprogramme übrigens so gut, dass du kaum noch Unterschiede sehen kannst zwischen einem Bild, was du komplett per Hand gemacht hast, also die Außenlinien, oder voll digital. In den Zeichenprogrammen gibt es also so Tuscheeinstellungen, die wirklich wie echt aussehen. Probier dich einfach bei den Einstellungen durch und entscheide selber, welche Pinselspitze du für geeignet hältst. Ja, dann sehen wir mal, wie weit wir inzwischen bei unserem Bild vorangekommen sind, während ich euch hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe.
Ja, sieht gut aus. Inzwischen bin ich bei den Öhrchen angekommen und fange an, die kleinen süßen Puschelchen in den Öhrchen selber zu umranden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass der Unterschied enorm ist. Und wenn ich mich vermale, ist es absolut nicht schlimm, denn ich benutze so einen Stil, wo es ehrlich gesagt gar nicht auffällt, wenn ich mich vermale, weil der Stil so locker ist. Und dann geht es auch voller Tatendrang an die Augen. Die Augen und das restliche Gesicht lasse ich mir bis ganz zum Schluss, damit ich die Möglichkeit habe, mich vorher warm zu zeichnen. Erst also, wenn ich mich super sicher fühle, mache ich mit den Augen weiter. Wenn ihr Fineliner in unterschiedlichen Stärken habt, würde ich euch empfehlen, bei den Augen etwas dünnere Fineliner zu benutzen, zum Beispiel in einer Stärke von 0,1 oder 0,05. Wenn ihr also irgendwo die Möglichkeit bekommt, an günstige Fineliner in unterschiedlichen Stärken ranzukommen, dann schlagt auf jeden Fall zu. Und dann könnt ihr eure Fineliner locker flockig miteinander kombinieren. Zum Beispiel könnt ihr die Bögen über dem Auge mit einem etwas dickeren Fineliner nachziehen und im Auge selber arbeitet ihr mit einem dünnen. Wahrscheinlich habt ihr im Video selber gar nicht gemerkt, wie oft ich eigentlich meinen Fineliner hin und her gewechselt habe. Aber ich habe bei meinem Werk mindestens 3 unterschiedliche Fineliner benutzt, die mir das Arbeiten etwas erleichtert haben. Nur noch das Näschen nachziehen und die kleinen süßen Mundwinkelchen und dann ist unser Gesicht fertig. Diesen Workshop-Teil habe ich schon entgegengefiebert. Wir brauchen etwas Druckerpapier, denn jetzt möchte ich euch beibringen, wie man ein bestimmtes Muster zeichnet, was super schön auf eurem Pullover aussieht. Bestimmt hat das Muster einen coolen Namen, den ich nicht kenne, aber ich entscheide mich für den Namen Fischgrätenmuster. Und wie ich so ein Fischgrätenmuster zeichne, zeige ich euch jetzt. Viele parallele Striche, erst in die eine Richtung und dann in die andere. Achte darauf, dass die Striche immer eng nebeneinander liegen und dass sich keine großen Lücken dazwischen befinden. Übt bitte das Muster so lange auf eurem Druckerpapier, bis ihr euch komplett sicher fühlt. Natürlich könntet ihr auch an dieser Stelle eine Kopie von eurem Bild machen und an der Kopie üben. Das Fischgrätenmuster zeichne ich von oben nach unten. Und schaut mal, was das für ein super cooler Effekt ist. Übrigens, jetzt habe ich wieder den Zeitraffer angeschaltet, damit dieser Schritt etwas schneller vonstatten geht. Ich finde das Muster ideal für Pullöverchen oder irgendwelche gestrickte Mützchen, für Schals. Ich weiß, dass es dauert. Das ist auch ein bisschen nervig, jeden einzelnen Strich einzeln zu zeichnen. Aber glaub mir, das Ergebnis wird wirklich toll aussehen. Ja, natürlich könnt ihr es auch abwarten, wie ich jetzt hier den Pullover ausmale. Und dann könnt ihr euch das Endergebnis anschauen und dann noch immer entscheiden, ob ihr in so einem Fischgrätenmuster den ganzen Pullover bearbeiten wollt oder nicht. Anstelle des Fischgrätenmusters könnt ihr übrigens auch noch Streifen zeichnen oder kleine Pünktchen, Herzchen, Häschen, was euch eben so einfällt. Die Zeit ist schnell rum und wir sind auch schon am Ende von unserem zweiten Workshop-Teil. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet und mit eurem Manga-Boy bis jetzt zufrieden seid. Im dritten Workshop-Teil werden wir lernen, wie wir mit unseren Buntstiften und Markern diese Spezialverläufe und Effekte hinbekommen, dass euer Catboy wirklich perfekt und mangamäßig aussieht.